Fortuna Düsseldorf unterliegt Holstein Kiel zu Hause mit 0:2. Die Volksbank Düsseldorf Neuss AG präsentiert unseren Fortuna-Talk nach dieser Begegnung und Kevin Danso ist unten in der Katakombe, mein Interviewpartner. Kevin, grüß dich. Hallo, servus. Ja, die Niederlage schon ein bisschen sacken lassen. Lass uns ganz allgemein über das Spiel sprechen. Wie hast du es gesehen? Ich hatte das Gefühl, in der ersten Halbzeit hat man sich so ein bisschen erstmal abgetastet. Keiner wollte so richtig einen Fehler machen. Man hat sich so ein bisschen neutralisiert, oder war das nur mein Empfinden? Ja, ich fand es auch so, wie gesagt, und dann gehen wir 1-0 hinten nach so einer Situation, was Elfmeter ist eigentlich ärgerlich, aber ich glaube, da waren wir dann immer noch im Spiel, wir haben immer noch Chancen kreiert, deswegen ist es natürlich ärgerlich, dass wir dann 1-0 hinten in der Pause gehen. Dann lass uns über diese Szene sprechen, denn du warst mitbeteiligt. Wie hast du die Szene gesehen? Hast du ihn berührt? Also Berührung war da, aber Fußball ist ja ein Kontaktsport und deswegen fand ich, also meiner Meinung nach war es zu wenig, aber es war eine Schiedsrichterentscheidung, muss man so annehmen und wir müssen trotzdem da weiterspielen und versuchen das Spiel zu gewinnen und haben wir leider nicht gemacht. Ich denke, ihr habt das sicherlich viel vorgenommen in der Halbzeit und dann kommt ja so ein zweiter Gegentreffer natürlich zur schlechtesten Zeit, die man sich vorstellen kann, ne? Also 47. Minute, ja, schwieriger Zeitpunkt. Ja klar, also gegen so eine Top-Mannschaft ist es immer schwierig, also wenn du 2-0 in Rückstand gehst. Deswegen war es natürlich für uns schwer, aber ich glaube, wir haben trotzdem noch versucht. Aber es ging halt nicht, weil die halt eine Top-Mannschaft sind und die haben es auch dann gut gemacht. Das war jetzt die erste Saison Heimniederlage. Spielt das irgendeine Rolle? Also daheim wollen wir immer punkten und wir wollen nie verlieren und wir wollen vor allem immer zu Null spielen, also vor allem ich als Verteidiger. Deswegen ist es natürlich ärgerlich, aber wie gesagt, morgen müssen wir das Spiel noch bearbeiten und schauen, was wir da also besser machen können und dann hacken wir das ab und fahren nach Regensburg und holen wir uns die 3 Punkte. Das ist doch schon mal eine Ansage. Ja, ich habe mir die Statistik auch mal ein bisschen angeschaut. Ballbesitz war eigentlich nahezu gleich. 47% auf Fortuna-Seite, 53% bei den Kielern. Aber ihr habt fast doppelt so viele Angriffe kreiert. Also 133-68. War das auch so ein bisschen der Matchplan? Alles nach vorne? Ich glaube, wenn wir daheim spielen, ist es allgemein so, dass wir das Spiel machen wollen. Und das haben wir auch gezeigt. Wie gesagt, ich fand, in der ersten Halbzeit waren die eigentlich nur einmal in unserem 16er. Und das haben wir auch dann so gesehen und dass die dann das 1-0 machen durch so eine Situation, ist natürlich ärgerlich. Aber wie gesagt, das war eine Schiedsrichterentscheidung, müssen wir so annehmen. Und ich glaube, da müssen wir einfach unsere Chancen, unsere Angriffe besser rausspielen, um da Torerfolg zu haben. Wir hatten am Anfang der Saison auch so eine Phase, wo es nicht so rund lief und dann folgten eine ganze Menge Siege am Stück. Jetzt ist man wieder in so einer kleinen Formkrise oder möchtest du so eine Krise gar nicht herbeireden? Es sind jetzt 7 Punkte auf Platz 3 auf Kiel. Das war natürlich heute ein enorm wichtiges Spiel, ne? Ja, ich glaube, jedes Spiel ist einfach wichtig. Wir versuchen auch jedes Spiel einfach zu gewinnen. Und es ist uns heute nicht gelungen. Deswegen habe ich gesagt, dass wir nach Regensburg fahren und versuchen, da die 3 Punkte mitzunehmen. Kevin, ich hake trotzdem noch einmal nach. Das ist die Frage, die Journalisten natürlich immer stellen. Und auch mir brennt sie so ein bisschen unter den Nägeln. Was fehlt uns, dass wir auch mal einen Großen da oben schlagen können? Ja, also wie gesagt, ich glaube, wenn wir unsere Angriffe einfach zielstrebiger durchführen und zum Tor vollkommen, dann werden wir auch solche Gegner schlagen. Aber es ist uns heute nicht gelungen und wir werden versuchen, in die nächsten Spiele die 3 Punkte zu holen und genau das zu zeigen, dass wir unsere Angriffe fertig machen und zum Tor vollkommen. Und dabei wünschen wir dir und der Mannschaft alles Gute. Vielen Dank, Kevin Danso. Vielen Dank, danke auch. Danke. Ciao, ciao.